So, das erste, was wir natürlich machen werden, ist nochmal hier reingucken. Ja. Wir könnten das stumme Finish nehmen. Das wäre ganz hilfreich, ne? Und dann schauen wir mal. Also, wir sind jetzt hier in China, ne? Und müssen diesen. Ach, ich weiß gar nicht, haben die den Namen gesagt? Ich habe nicht so wirklich zugehört. War ein bisschen blöd, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Und ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht mehr ganz genau. Eine Mission weiß ich noch. Die war auch, ja, ganz cool. Ich glaube, ich hatte da mal Probleme früher. Aber früher hatte ich bei einiges Probleme. Wo ich jetzt keine Probleme mehr habe, ja. Ich meine, ich krieg auch Sly 1 in wie viel? 3,5 Stunden oder so durchgespielt. Naja, nicht ganz, ne? Nicht 100%, aber trotzdem. Hätte ich früher nie hinbekommen. Kann man da nicht rein? Ne. Wo muss ich überhaupt hin, ne? Einbruch mit Greifkamera. Habe ich die? Ja, habe ich. Ich habe sie, ich habe sie. Was hat der denn für Hände gehabt? Oder die Greifkamera hatte ich doch gekauft, ne? Ich habe nicht nur überlegt, sie zu kaufen, ich habe sie auch wirklich gekauft, ne? Du hast nichts. Zack. Ist halt, also die stumme Finish ist natürlich sehr gut bei mehreren Gegnern. Nebeneinander. Und ihr wisst gar nicht, wie ich mich auf den. Oh mein Gott. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich auf den vierten Teil freue, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich mich da schon seit ein paar Tagen jetzt, ne? Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich habe mega Bock, den zu spielen. Ich habe so Bock! Es ist unvorstellbar, wie viel Bock ich darauf habe. Oh, der hat was. Oh, ja. Deswegen heute, das ist jetzt schon, ja, ich nehme jetzt schon hier ja 2,5 Stunden oder so auf Sly. Ich werde mal gucken, also dieses hier werde ich auf jeden Fall noch machen. Okay, General Zhaos Geschäftshaus ist durch ein spezielles Doppelvorhängeschloss gesichert. Wenn wir hineingelangen und an all den Sicherheitsvorrichtungen vorbeikommen, müssten wir Zugang zu den Kaufbelegen für die Hochzeit bekommen. Dann lasst uns mal diese Schlüssel stehlen. Das ist leider nicht so einfach. Die Schlüssel haben einen Selbstzerstörungsmechanismus. Und die Wachen, die sie bei sich tragen, sind in ständigem Funkkontakt. Wenn wir also dem ersten Wachposten den Schlüssel stehlen, wird er es melden. Und der zweite zerstört seinen, bevor wir ihn bekommen können. Genau. Daher müssen wir die Schlüssel nahezu zeitgleich stehlen. Da du darin besser bist als ich, sollte ich vielleicht anfangen. Ich beziehe Position hinter dem Ziel. Ruf mich, wenn du den Schlüssel hast. Dann schlage ich zu. Bestätigt. Ja, also. Ich denke, ich mache diese Operation in China noch fertig. Und dann mal schauen. Ich denke. Also ich bin am Überlegen, ob ich denn noch mehr aufnehme. Was mache ich da eigentlich gerade? Aber ich glaube, ich nehme nicht noch mehr auf. Ich glaube, ich gucke noch einen Film oder so. Ja, ich mache mich bereit. Oder soll ich den schon stehlen? Bin doch bereit. Ach so. In Position. In der Sekunde, in der du deinen Schlüssel hast, schnappe ich mir diesen hier. Roger, ich bin unterwegs zu Schlüssel Nummer 1. Der hat nichts.
Ist das jetzt dein Ernst? Na, ich werde mal schauen, was ich hier so nachmachen werde, ne? Aber das ist halt. Ist ja jetzt eigentlich egal. Ich hab den ersten Schlüssel. Hol dir den zweiten, bevor die Wache es meldet. Hervorragend. Der Schlüssel ist intakt. Wir treffen uns für die Übergabe vor der Statue des Generals. Ich meine, reden wir lieber über die Sly 4 Schmacht, die ich habe. Ist halt wirklich unvorstellbar, wie viel Schmacht ich auf dieses Spiel habe. Ist halt auch schon ein bisschen her, ne? 2 Jahre bestimmt. Und da ich jetzt, ne? Ich habe jetzt 1. bis 3. Wann habe ich den 1. durchgespielt? Ist schon ein halbes Jahr her, ne? Ja, ich glaube schon, war August, ja. Ist schon länger. Schon länger her, aber jetzt so mit dem 3. habe ich Lust auf den 4., aber ich kann den 3. ja jetzt nicht einfach abbrechen. Ich meine, das bringt mir auch Spaß, der 3. ist cool. Ich weiß immer nicht, wie weit ich gehen will. Will ich wirklich sagen, der 4. ist der beste? Gute Arbeit. Mit diesem 2. Schlüssel und meiner Greifkamera bin ich bereit für das innere Büro. Brauchst du da drin wirklich keine Hilfe? Dieses Problem kann leider nur durch Technologie gelöst werden. Ja, gut, dann viel Spaß mit deiner Technologie. Wart nicht auf mich, das kann die ganze Nacht dauern. Das ist halt immer, ne? Also den 1. kann man mit den 2., 3. und 4. überhaupt nicht vergleichen, ne? So ist es, halt so. Das kann man nicht tun, weil der halt ein ganz anderes Konzept hat. Deswegen will ich jetzt nicht mal sagen, dass der 2. oder und 3. und 4., dass die besser sind. Boah, 130. Aber ich sage auch nicht, dass der 1. besser ist oder schlechter ist, also wir lassen den 1. mal vorne weg, oder wie sagt man, vorne raus. Egal, wir lassen den einfach aus der Wertung. Und der 2. ist ja, also da haben sie es ja, denke ich mal, würde so sagen, die haben das da, dieses Konzept ausprobiert. Oh Gott. Ob dieses Konzept besser ist, ja, kann man sich wieder drüber streiten, ne? Oh Junge. Ich will eigentlich noch nicht reingehen, weil ich gerade noch. Ich bin noch am Reden. Oh, wie er ihn einfach wegfetzt. Oh nein, der hat. Nein, der hat was zu klauen. Oh, verdammt. Wow, der Geist hat mich. Der Drachengeist, was auch immer, hat mich nicht getroffen. Ja, klar. Da schlage ich jetzt gegen. Voll. Ja, ich rede gleich weiter. Du hast wegen der Sicherheit hier nicht übertrieben. Hoffentlich kann deine Greifkamera eine Wache auf die Druckplattform locken. Sonst kommst du nie auf die obere Ebene. Ja, wie setzt man die ein? Wo ist denn die Greifkamera? Ah, das muss man einsetzen. Oh. Ups. Na egal. Wie
hier, geh mal kurz. Nicht nach da. Ja, was? Ja, also die haben mit dem zweiten Teil ja irgendwie angefangen, dieses Konzept zu machen. Und ja. Deswegen würde ich sagen, ist der zweite nicht der beste. Obwohl man sagt, ne, wenn man das so macht, ist der erste Teil bei sowas immer der beste. Man hat nur eine bestimmte Zeit. Nö. Was muss ich jetzt... wo muss ich den rauflenken? Wo muss ich den rauftun? Auf die, okay. Und ich würde halt auch sagen, dass das auf jeden Fall der zweite nicht der beste ist, oder? Denke nicht. Kommt der jetzt noch? Oh. Oh, ein Schlafpfeil. Ich dachte, ich muss ihn... Gut, jetzt verpasse ihm einen Schlafpfeil, damit er da bleibt. Wartet mal, ich muss... Okay, das hat die Tür zum oberen Büro geöffnet. Lock den Wachmann von oben zur zweiten Druckplattform und schalte so die Türlaser aus. Was? So, wo war ich jetzt? Der dritte, würde ich sagen, ist... Also der jetzt, ne, den wir spielen, das ist der dritte Teil, ja. Falls man es nicht wusste und nicht bemerkt hat. Keine Ahnung. Den Titel nicht gelesen hat. Kann ja alles passieren. Oh, warum macht der das? Oder macht er das automatisch, weil der... Wow, weil der total kaputt ist, aber naja. Und der, ja. Der vierte ist halt schon... Hat er das jetzt Was macht er da gerade? Er hat es zerstört. Oh Mann. Ups. Das wollte ich nicht. Der vierte ist halt schon... Er ist halt von den anderen Entwicklern, muss man ja dazu sagen. Der ist ja nicht von, jetzt habe ich die Entwickler vergessen. Wie heißen die nochmal? Denkt ihr, mir fällt jetzt der Name ein? Ich weiß den Namen sonst auch immer. Ist unfassbar, jetzt habe ich den Namen vergessen, ne? Geh weg da, schnell! Junge. Ey, ich verstehe es einfach nicht, ne? Anstatt er sich... Oh, Junge. Auf jeden Fall ist das, ist der vierte Teil von Sansaru Games oder San... Ich weiß jetzt nicht, wie die ausgesprochen werden. Und der ist halt echt cool, ne? Also echt cool gemacht. Und ich hoffe ja immer noch auf den fünften Teil, aber die bringen irgendwie keinen fünften Teil. Ich weiß aber auch nicht... Ob überhaupt einer kommen wird. Ich hoffe es. Denn... Du musst ihn auf der Plattform betäuben. Denn als wenn sie einen vierten Teil rausbringen, ich weiß nicht, ob sie sich das gekauft haben oder wie das passiert ist, dass die das auf einmal haben. Klasse, der Weg ist frei. Gut, dass du diesen Nachbrenner hast. Ohne etwas zum Hochklettern oder Runterspringen ist das unser einziger Weg, an den Computer im oberen Büro zu kommen. Ich weiß zwar nicht, wie sie das bekommen haben, aber es ist natürlich, also ich sag mal so, sie haben es nicht verschandelt, finde ich zumindest, ja. Ich hoffe, das sagen andere auch so. Man ist so meine Meinung, weil das Spiel ist halt echt cool. Wo muss ich jetzt genau hoch? Oh, wartet mal, den muss ich noch beklauen. Ah,
Ich kann mich gar nicht wirklich aufs Reden konzentrieren, weil hier immer irgendwas passiert halt, ne? Aber ich will es auch eigentlich nicht lassen. Also darüber zu reden, ne? Aber ja, ich will jetzt... Ich will ja auch nichts spoilern oder so. Aber über den fünften Teil würde ich mich freuen, ja. Das ist ja auch nichts gespoilert, denn den gibt's nicht. Ich habe auch schon länger jetzt nicht mehr geguckt, ob es, ob da was Neues gekommen ist. Aber bis jetzt war immer nichts, als ich geguckt habe, war immer nichts. Es stand nur immer, nächstes Jahr soll ein Kinofilm kommen. Ob der kommt, weiß ich nicht. Der von Ratchet & Clank kommt ja auch. Keine Angst, kleiner Computer. Das wird nicht wehtun. Die Hochzeitsdaten müssen hinter diesen Firewalls sein. Hä, was hat mich gerade getroffen? Der kann mich doch da gar nicht treffen. Auf jeden Fall. Ne? Der von Ratchet & Clank kommt auch. Und über Sly würde ich mich eigentlich freuen. Also, Ratchet & Clank ist natürlich so, die haben ja so einen bestimmten Humor. Und der ist... Warte, habe ich jetzt Ratchet & Clank gesagt? Ja, ne? Wollte ich auch. Falls nicht, wollte ich Ratchet & Clank sagen. Die haben natürlich so einen bestimmten Humor. Und den hat Sly nicht denselben, aber halt auch so einen Humor. Wie gesagt, nicht denselben, aber halt auch, ne? So einen speziellen Humor. Den ich halt persönlich sehr lustig finde. Ja. Kann man ja zugeben. Ist ja jetzt nichts Schlimmes. Und auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn da ein Kinofilm kommt. Aber der muss halt auch so, ne? Ich weiß noch nicht, wie der, wo, also entweder der basiert auf dem fünften Teil. Das wäre auch, das, also das wäre eine Variante, ne, auf dem fünften Teil. Oder auf den ersten, aber wobei auf den ersten ist, denke ich mal, schwer. Aber das Gute ist, die könnten die auch auf die Trilogie oder sogar, wobei, auf die, alle vier könnten sie sogar machen. Also so eine Story zu allen vieren. Denn die... Die Datenbank ist offen. Ich bin ein richtiges Genie. Denn, ja, die passen natürlich von der Story her alle zusammen. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 3 Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.